So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Show and Play Minecraft, die zweite Staffel. Wir sind noch in der ersten Folge der neuen Staffel und da draußen wird gestorben, sage ich euch. Die Sonne scheint und deswegen sterben jetzt auch alle Monster, die da draußen waren. Wenn ihr vielleicht die letzte Folge gesehen habt, macht das nochmal. Da gibt es coole Animationen in der Hölle mit lila Blitze und so weiter. Und das solltet ihr natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Ich mache wie immer ein bisschen die Musik leiser für mein Ohr. So. Ja, und wir haben heute ein paar Aufgaben zu erledigen. Und zwar müssen wir uns irgendwie erstmal zurechtfinden. Wir müssen gucken, wie wir da draußen ja, uns ein bisschen Vorrat an den Start bringen. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier, was wir haben. Steinstufe brauchen wir nicht unbedingt. Knochen und so Gedöns haben wir alles dabei. Für uns wäre es jetzt wichtig, wir haben Äpfel, das ist gut, aber dass wir uns vielleicht noch so einen Grundstamm an Zeug mitnehmen, damit wir, wenn wir unterwegs sind, nicht verhungern und verdursten. Und deswegen klauen wir denen hier ein bisschen was. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben einen Farmer am Start. Der wird hier gleich dafür sorgen, dass Nachschub kommt. Da kommt er auch schon. Na, alles gut. Dance ein bisschen ab, geht klar. So, dann nehmen wir uns natürlich auch noch ein bisschen Weizen mit. Beziehungsweise Kartoffeln wäre eigentlich was Cooles. Dann können wir nämlich direkt, wenn wir irgendwo unseren Stützpunkt aufbauen, loslegen. Der Plan sieht es folgendermaßen aus. Ich habe jetzt nochmal einen Tag gehabt, um drüber nachzudenken, was wir eigentlich machen wollen. Aha, hier gibt es nochmal Knochen. Nehmen wir natürlich mit. So, wunderbar. Hat er das gerade alles abgeerntet? Ich glaube ja. Also unser Plan sieht es so aus. Wir suchen uns jetzt ein schönes Waldstück, bauen dort so weit es geht einen kleinen Stützpunkt auf. Von dem aus werden wir dann weitere Explorationen, also Entdeckungsreise und so weiter, an Start machen. Denn es macht jetzt gerade keinen Sinn, hier groß rumzuziehen. Wir haben nämlich absolut keine Ahnung, wo wir sind. Und wir wissen natürlich auch nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen echt in der Tat einfach uns jetzt einen Stützpunkt aufbauen. Hier gibt es kein Holz, hier gibt es gar nichts. Und deswegen, ja, würde ich sagen, das hier ist ganz wunderschön gewesen, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Upsa. Liebe Einwohner, Dankeschön. Ich gehe mal hier zum Bürgermeister. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, es war sehr nett. Aber wir müssen jetzt los, so langsam. Und wir gucken mal gerade ins Inventar. Was haben wir alles? Wir haben Weizen, Kartoffeln. Wir haben genügend Samen. Ein bisschen Brot haben wir, Wasser haben wir. Einen Eisenhelm. Klasse, den können wir gleich mal aufziehen. Ein paar Sandblöcke. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir werden sowieso gleich Holz haben. Das Zeug werden wir alles mitnehmen. Das lassen wir da. So, und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich bin total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Ich würde sagen, einfach mal in irgendeine Richtung. Es ist völlig egal. Da hinten sehe ich Bäume. Ich würde sagen, wir gehen mal da in diese Richtung. So. Und sobald wir dann irgendwo in einigermaßen schickes Plätzchen gekommen sind, bauen wir uns ein Häuschen, legen uns gleich einen kleinen Garten an, damit wir nicht verhungern. Und jo. Dann ist wahrscheinlich diese Folge auch schon vorbei. Wir nehmen jetzt noch drei Teile auf. Wir haben ja schon zwei Teile aufgenommen. Das war jetzt ja sozusagen hier mit der mit ein bisschen Storytelling und so. Kann ich ja mal ein bisschen raus aus der Rolle. Habe ich schon eigentlich. Ich habe noch nicht mal ein Crafting Table. Dann nehmen wir uns noch hier gleich. Fällen wir mit dem Apfel einen Baum. Yeah! Dreimal auf Holz geklopft. Es geht los. Sehr gut. Ja, muss ein bisschen erklären, was eigentlich passiert ist. Wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen ein Erlebnis gehabt in der Hölle und so weiter. Und ja, das war natürlich eine coole Möglichkeit, einfach zu gucken, okay, wie können wir hier weitermachen mit dem Let's Play. Und ja, deswegen war es jetzt einfach Zeit auf eine neue, ja, auf ein neues Abenteuer woanders in der großen, weiten Minecraft-Welt. Und ja, das heißt, wir fangen jetzt hier so ein bisschen wieder von vorne an, aber wir werden natürlich versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Und ja, ich werde versuchen, dem alten Stil irgendwie treu zu bleiben, dass die 50 regelmäßigen Zuschauer, die ich habe, nicht so sehr enttäuscht werden. Ja, mich würde ja interessieren, wie hat es euch gefallen? Wie war das, hier dieser Übergang von Staffel 1 zu 2? Fandet ihr es gut, schlecht? Hat es euch gefallen, unterhalten? Fandet ihr es billig oder fandet ihr es okay?
War für mich auch das erste Mal, dass ich sowas ausprobiert habe und habe da auch gleich mal 2 Tage Arbeit reingesteckt. Aber so, was ich bis jetzt sehen kann, hat sich das eigentlich gelohnt, weil ich hatte doppelt so viele Zugriffe. So, wir können eigentlich schon, ich laber wieder so viel. Doppelt so viele Zugriffe auf das Video wie bei einem normalen Video. Und das heißt doch eigentlich schon mal was, oder? Ist doch eigentlich schon mal ganz cool. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal Ditte. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns gleich mal ein paar Stickies. Da haben wir nämlich auch noch keine Stickies. Geräusche. Geräusche in der Nacht. Kann man hier draus eigentlich was bauen? Das wäre auch zu schön gewesen. So ein Auge brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich, oder? So, wir brauchen eigentlich eine Axt, genau. So, und den Rest haben wir eigentlich. Das packen wir alles schön ein. Mir ging es jetzt nur gerade um die Axt eigentlich. So, und dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben da hinten die Höhle. Das ist ja eigentlich schon mal ganz... Höhle, sage ich schon. Die Wüste, das ist eigentlich ganz nice. Oh, okay, nice. Wo sind wir hier? Pferde. Pferde. Pferde sind nice. Wir brauchen aber unbedingt Schafe für ein Bett. Okay, wir haben schon mal Pferde. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Also ich wollte schon immer mal mit Pferden spielen und endlich haben wir hier in diesem Teil der Welt Pferde. Das ist sehr cool. Wir gucken mal nach da hinten. Vielleicht finden wir da noch was. Wir haben hier ein bisschen Birke. Wir haben hier so einen coolen Berg, so ein bisschen Tafelbergmäßig. Finde ich mal echt geil. Also ich glaube, wir müssen gar nicht weit laufen. Wir haben hier einen schönen Fluss. Wenn ich jetzt noch irgendwo Schafe und Schweine sehe, ich glaube, dann ist mein Herz fast zu 100% zufrieden. Dann haben wir nämlich Schweine. Wir haben auch Karotten, das ist sehr gut. Und sehe ich da hinten Schafe? Schafe! Okay, sehr cool. Dann ist, glaube ich, nur noch die Frage... Leute, was ist denn da hinten am Start? Was ist denn das hier für eine geile Gegend? Ja, der Hammer. Hier eine fette Schlucht am Start. Hier ist dieser Tafelberg und da führt, und Kühe haben wir auch, da führt ein Fluss um den Tafelberg rum. Alter, wie geil ist das denn? Okay, die Sonne geht gleich unter. Wir müssen uns, glaube ich, kurz mal... Wo sind die Schafe? Die müssen wir mal kurz schlachten. Wir brauchen nämlich unbedingt ein Bett. Schafe! Komm zu mir! Achtung, da ist die Kluft, da wollen wir nicht rein. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Ja, das geht ruckzuck mit den Äpfeln. Da müssen wir wirklich uns horten. Spurten, wie man so schön sagt. So, jetzt müssten hier doch irgendwo die Schafe gewesen sein. Wir wechseln mal auf das Schwert. Guten Tag. Ja, da sind schöne viele Schafe. Da snacken wir uns jetzt gleich mal. Bleibst du da? Dankeschön. Gab's da auch Wolle? Ja, ein Wolle brauchen wir noch. Jawohl, dann haben wir 3 Wolle. So, da geht die Sonne auch schon fast unter. Dann würde ich sagen, bevor hier irgendwas spawnt, haben wir eigentlich eine Schaufel? Nö, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt hier einfach mal schnell ein temporäres Lager, weil es wird nämlich gerade wieder Nacht. So, dann machen wir uns mal ganz flott die Karotti. Kann man das mit gleicher Wolle? Nee, kann man auch so, Gott sei Dank. Okay, das. Dann brauchen wir noch eine Schaufel. Schaufel, Popaufel. Dankeschön, bitteschön. So, komm schon, danke. So. Haben wir eigentlich... Nee, wir haben kein Licht. Und wir haben auch kein... Scheiße, wir haben auch kein Stein. Okay, ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde versuchen zu schlafen, bevor die Monster spawnen. Mitten auf der Wiese. Und ja, das muss eigentlich klappen. Das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, da können wir hier noch ein bisschen Samen sammeln. Haben wir eigentlich auch genug. Schöne Blümchen. Hier ist das Inventar voll Spam. Oh, herrlich. Guckt euch mal an, was für eine geile Welt wir ausgesucht haben. Nice. Und dieser Berg ist der Hammer.
Sein Traum. Geile, geile Gegend haben wir hier gefunden. Beziehungsweise sind wir hin teleportiert worden durch das Tor. Alter. Also dieser Berg ist der ultimative Hammer. Sehr, sehr geil. So, jetzt haben wir versucht zu schlafen. So, wunderbar. Und hoffentlich werden wir nicht geweckt durch irgendein Monster oder was in der Art. Müsste eigentlich wunderbar funktionieren. Falscher Knopf. Hier. Ja, geil, hat funktioniert. Sehr cool. Okay, wir müssen uns unbedingt Steine holen. Da gibt's gar nichts. Haben wir nicht genügend Platz im Bett? Im Bett haben wir genug Platz. Im Inventar. So, dann nehmen wir das hier auch gleich mal mit. Wir brauchen dringend Steine, sonst geht hier gar nichts. Wir können ja nicht mal einen Ofen machen gerade. Uns Fleisch braten oder irgendwas in der Art. Okay, hier wäre im Prinzip was, aber ich befürchte, es geht ein bisschen gut tief runter. Haben wir noch woanders vielleicht irgendwo einen Steinbruch oder was? Oh, da haben wir noch Wüste. Da werden wir auch gleich mal diesen Tempel hier untersuchen. Wir haben ja echt einen Dusel, das ist unfassbar. Ja, für natürlich am Berg, ne? Am Berg müsste natürlich Stein geben. Dann gehen wir gleich mal zu dem Berg. Vielleicht können wir da auch unseren temporären Schlafstatt errichten. Ne? Guten Tag, liebe Kühe. Wunderbar. So ein Traum. Also so einen herrlichen Berg habe ich noch nie gesehen in Minecraft. Wie nice ist das denn? Ja, geil. Dann buddeln wir hier uns jetzt ein bisschen rein, werden uns da kurz mal ein bisschen safe machen, ja, dass wir einfach zu Potte kommen. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir rein. Machen wir uns gleich mal. Schmeißen wir mal kurz das Auge weg und das weg. So, her damit. So, genau. Und gleich Kohle gefunden. Perfekt. Machen wir uns gleich mal einen Ofen. Den brauchen wir dringend. Hier haben wir gleich mal Diorite oder sowas in der Art. So, was haben wir denn da? 13. 13 ist cool. Dann würde ich sagen, packen wir da mal... Wo ist unser... Haben wir unseren... ja, wir haben unsere Werkbank nicht aufgehoben. Klasse. Aber wir machen uns auch gleich eine Kiste. Denn so geht es nicht weiter. Da packen wir den ganzen Grusch, den man so schön auf Schwäbisch sagt, rein. So, ja. Wir haben so viel, dass wir nicht mehr... Komm schon! Dankeschön. So. Genau, und dann packen wir erstmal da das ganze Zeug rein, was wir gerade nicht brauchen. So, Wasserflaschen. Nett gemein, brauchen wir aber gerade nicht. Das packen wir da rein. So, das Bett können wir gleich mal wohin legen. Hier kommt das hin, da kommt das hin. Jawohl, das können wir gleich in den Ofen packen. Zwei Eisenbahnen, genau, haben wir nämlich gefunden. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal weiter in den... wo ist der Ofen? Haben wir noch nicht. Machen wir gleich einen Ofen. So, wunderbar. Das eine Stück Kohle, das wir abgebaut haben. Dann können wir da unser Fleisch reinpacken. So, das sieht doch gut aus. Dann haben wir das zumindest mal. Dann machen wir hier gleich noch eine Tür rein. Und ich würde sagen, wir brauchen auch gleich ein paar Fackeln. Und gleich auch noch mal ein paar... hier müssen wir halt ein bisschen zumachen erst noch. So. Wie machen wir das denn? Ja, wir machen das so. Hallöchen. Na, guten Tag, ich bin euer neuer Nachbar. So, wunderbar. Das funktioniert. Dann packen wir hier auch noch gleich. Geht das? Nee, wie war das? So. Ja, dann machen wir das so, weil dann haben wir nämlich auch gleich noch ein bisschen Kohle. Kohle brauchen wir nämlich für Dinge. Ihr wisst das selber. Und dann kann es auch gleich losgehen. So, alter Schwede, haben wir hier Tiere am Start. Unfassbar. So, und gleich ein Teich am Start. Wunderbar. Also wir sind hier, glaube ich, auf dem
Das sah erst richtig schlimm aus mit der Wüste, aber ja gut, hier ist wieder eine Wüste. Wir sind eigentlich zwischen zwei Wüsten, so wie ich das sehe. So eine Art kleine Oase. Das ist eigentlich ganz geil. Also, ich finde es gerade ziemlich gut, muss ich sagen. So, dann untersuchen wir jetzt mal schnell diesen Tempel dort. Vielleicht finden wir da was Geiles. Was wir gleich auch noch gebrauchen können. Ach so, das ist so ein Tempel. Okay, wisst ihr was? Das heben wir uns auf. Sobald wir safe sind, dann holen wir uns da Sachen. Wahrscheinlich sind da einfach so ein paar Goldsachen drin. Kennt ihr ja, ne? So ein paar coole Gegenstände, mit denen wir jetzt aber gerade nichts anfangen können. Deswegen würde ich sagen, wir heben uns den auf. Der ist ja in Sichtweite. Und wenn es soweit ist, dann werden wir den auskundschaften. Ich würde sagen, einfach in einer der nächsten Teile, nächsten Folgen. Und ja, jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen um Happa Happa kümmern. Wo sind die Bäume? Da sind die Bäume. Da würde ich gleich mal sagen, da ist unsere Tür. Sehr gut. Wir fällen die Bäume, die da sind, schon mal. Und pflanzen dann gleich mit den Saplings neue Bäume. Wir müssen uns ja hier so ein bisschen auch um unseren eigenen Bestand kümmern, um den Baumbestand. Und ja, dann haben wir das nämlich dann so einigermaßen parat. Holz können wir jetzt momentan nicht zu viel haben. Ich denke auch, wenn wir unsere erste Hütte bauen, hier irgendwo in der Gegend, werden wir die vermutlich auch so ein bisschen aus Holz machen. Muss nicht zu aufwendig sein, das ist ja eigentlich nur eine temporäre Geschichte. Wir wollen ja nicht hier bleiben. Wir wollen ja eigentlich zurück zu unserem Dorf, wobei wir nicht wissen, wie das Schicksal unseres Dorfes aussieht, ob es noch steht, ob es komplett abgebrannt wurde vom Teufel oder wem auch immer das, wer auch immer das jetzt war. Ach, wir haben schon wieder Hunger. Und wir müssen uns dringend um Essen kümmern, weil unsere Äpfel werden auch nicht ewig halten. Wir können hier zwar ein paar Tiere schlachten, aber ich fände es eigentlich cooler, wenn wir die ernähren könnten. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt auch gleich ein Feld anzulegen. Mit dem Holz werde ich einen Zaun bauen, dann das Feld umzäunen. Haben wir genügend Eisen für einen Eimer? Damit wir Wasser transportieren können? Ich glaube nicht, wir haben nämlich, glaube ich, nur zwei. Oh, ein Apfel. Sehr cool. Dankeschön. So, dann gehen wir mal kurz rein, gucken, was die Kohle macht. Wir können uns ja hier so ein bisschen in den Baum, in den Berg reinbauen. Wir haben jetzt vier Kohle, vier Steaks am Start, das ist in Ordnung. Dann können wir nämlich uns ein paar Fackeln machen, die werden wir auf jeden Fall auch brauchen. So, dann machen wir mal, wir müssen sehr sparsam sein mit Fackeln. Da würde ich sagen, wenn es dunkel wird, graben wir uns rein. Was können wir jetzt noch machen? Okay, jetzt können wir gucken, was Holz. Aus Holz machen wir Stickies, aus Stickies machen wir Zäunen. Genau, so. Und während wir quatschen, können wir hier einfach auch nochmal ein bisschen Kohle machen. So, nicht alles zu Stickies verarbeiten, weil wir brauchen auch ein paar normale. Wie wir wissen, wahrscheinlich mache ich es wieder falsch rum. Ich kann mir das einfach nicht merken, welcher Reihenfolge man das macht. Yeah, richtige Reihenfolge. Sehr gut. 27. Ja, da würde ich sagen, machen wir nochmal ein paar. Oh. Das war jetzt nicht so clever, weil wir brauchen natürlich auch noch ein Tor. Da hinten haben wir noch Holz. Da haben wir noch Holz. Ich wollte aber eigentlich nicht ein andersfarbiges. Naja, macht ja nichts. Oh, haben wir hier. Wo sind die Saplinge? Her mit den Saplingen. Da ist noch ein Apfel, wunderbar. Kommen wir jetzt gar nicht vor der Dunkelheit dazu. Das wäre natürlich schade. Entschuldigung, können Sie mal kurz. Dankeschön. Hier ist noch ein Baum, den nehmen wir mit.